Wieso ging das in die Hosen? 6 Milliarden hat alles gekostet, dieses Projekt zu machen, dieses Urknall-Dingsbums. Könnte das alles nur Ablenkung gewesen sein? Denn einen Urknall gab es nicht. Wenn das jemand nachher wissen, wir können die Frage stellen, ich gebe gerne eine plausible Antwort. Was ist interessant im CERN? Man hat herausgefunden, dass zum Erstellen von sogenannten Skalarwellen und 11, diese langen Frequenzen, ein Tunnel von 27 Kilometer lang nötig ist. Und wie lang ist der Tunnel in Genf? Genau. 27 Kilometer. Das Thema kennen wir jetzt, CO2-Bluff, da muss ich nicht weiter gehen. Da wir bei diesem Thema Patent heißt es, indem man eine oder mehrere Wolken aus atmosphärischen Partikeln bildet, so kann man das Wetter manipulieren, also Chemtrail, oder dass man, und jetzt achten Sie bitte auf das, könnte die Konzentration von Ozon, Stickstoff und so weiter in der Atmosphäre künstlich erhöht werden. Auf ähnliche Weise könnten Verbesserungen für die Umwelt erreicht werden, nämlich indem, wie zum Beispiel Kohlendioxid aufgelöst würde. Also man hat eigentlich schon längstens andere Möglichkeiten, wenn das zutreffen mit dem CO2. Pandora war jene Göttin in Griechenland, die in ihrer Büchse die Katastrophen aufbewahrte. Heute reicht die Büchse kaum mehr, da bräuchte sie schon eher einen Sattelschlepper. Zum Glück gilt immer dieses alte Sprichwort, kein Baum wächst nach oben, das haben sogar die Atlanten erleben dürfen und die waren technisch wesentlich weiter als unsere lieben Machthaber. Was haben wir da? Okay, da ist ein Schicksalsschmied, jawohl, das wissen wir, das hat auch Daniel noch kurz angedeutet. Ich kann im Moment jetzt nicht so vertieft auf das eingehen, wo das schon sehr wichtig wäre. Also, jetzt kommt der Placebo-Effekt. Ist, dass sich die Menschen allein durch die Einbildung selber heilen können? Das wissen wir alle nicht. Da hat man aber noch etwas anderes herausgefunden, nämlich die Verbindung zwischen Geist und Körper ist ziemlich klar. An der MIT, also dem Institut of Technology, hat man herausgefunden, unsere Erwartungen haben eine unheimliche Macht, also Erwartungen heißt Placebo, die Wirklichkeit zu formen. Der Placebo-Effekt ist eine der faszinierendsten und am wenigsten genutzten Kräfte in unserem Universum. Bitte, verehrte Damen und Herren, versuchen Sie dieses Ding jetzt mal so zu speichern. Die Einbildung, oder kann man auch sagen, Einstellung, ist das A und O. Hier ist das Entscheidendste aller unserer Elemente, nämlich, dass die Gefühle durch die Emotionen dann schlussendlich ausgedrückt werden und die Emotionen sind unsere stärksten Kräfte. Ich kann es in diesem einfachen Satz zusammenfassen. Emotionen sind die Schleifsteine unserer Seele. Es gäbe noch viele interessante Bücher, wie zum Beispiel das von Kirchhoff, ein Wissenschaftler, der die Wissenschaft aus ganz anderen Blickwinkeln betrachtet, und es wäre interessant, wenn die Politiker und andere Leute das gelesen hätten. Er meint zum Beispiel, Intelligenz auf einer entwickelten Bewusstseinsstufe kann doch wohl nur darin bestehen, sich selbst die eigene Stellung auf der Erde zu erkennen, ohne den Ast inbrünstig abzusägen, der die eigene Existenz hat. Leider denken da andere ein bisschen anders. Und das ist wieder ein wichtiger Punkt. Was sind Naturgesetze anders als strukturierter Geist, als anordnendes Bewusstsein? Und wir Menschen sind bewusst denkende Wesen. Also stimmt die alte Weisheit, der Geist herrscht über die Materie. Und ich bitte euch, treten dann her, merkt euch diesen Spruch. Ihr kennt ihn schon, aber nehmt ihn bewusst hervor. Diesen Spruch kennt man ebenfalls, und wenn man mit den Gedanken die Form bilden kann, was kann man dann erst recht sonst noch mit sich selbst machen? Den Spruch vom Lernen, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Der Gescheite lernt aus seinen Fehlern. Der Weise, der lernt aus den Fehlern der anderen. Und der Massenmensch lernt weder aus dem einen noch dem anderen. Leider heute die Mehrheit. Das habe ich ja vorher gesagt, die Qualitäten in sich selbst nach oben entwickeln. Das ist das A und O, dass wir wortwörtlich über den Dingen stehen. Und hier ist wieder ein wichtiger Punkt. Man kann nur zum Bewusstsein kommen, wenn man zuerst sich etwas bewusst wird. Und das Bewusstsein heißt eigentlich, das Bewusstgewordene auszuleben. Dazu muss es verstanden werden. Über das Gen-Thema kann ich auch nicht groß auslassen. Bei der Genmatrix, niemand fragt sich,
Wer bildet denn eigentlich die G-Matrix? Vererbung? Und warum verehrt man nur einen kleinen Teil und das andere nicht? Aber vielleicht könnte der Hinweis dienen, dass der Charakter, unser Charakter, unsere Genmatrix bildet. Das heißt im Klartext, wenn wir die unseren Charakter verändern, verändern wir automatisch unsere Genmatrix. Das hat Wilhelm Reich gesagt, dass die kosmische Energie eigentlich das A und O ist. Und er hat noch viele Dinge gesagt, nämlich das folgende. Ich habe das angedeutet, wie er wüsste. Der Mensch wäre jedoch in der Lage gewesen, die Wüste zu besiegen, hätte er nicht selbst einen prägenden Prozess durchgemacht, den wir als emotionale Wüste bezeichnen. Und er wird noch deutlicher, indem er nämlich sagt, das erste Hindernis, mit dem Oracle Wüste fertig werden muss, ist nicht die äußerliche Wüste, sondern die innere emotionelle Wüste im Menschen. Also wir Menschen haben eine viel gewaltigere Ausstrahlung auf unsere Umwelt, als wir dessen bewusst sind. Vielleicht habe ich da noch eine Antwort, wenn die Frage gestellt wird, was ich damit meine. Reich hat übrigens auch über diese Todeszonen gesprochen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass in Australien immer am gleichen Ort wie der Wale hinkommen, das ist alles am Südufer von Australien und der Süden liegt ja gegenüber Antarktis. Man sagt, es seien U-Boote, wenn es U-Boote wären, dann würde das überall passieren und nicht nur in Australien. Hier haben wir das schöne Thema von Armin Risi. Er erwähnt es auch im Buch, dass die Pyramiden eingezäunt wurden mit hohen Mauern und Gittern, damit die Leute nicht mehr so reinkommen, wie sie früher konnten. Und man munkelt, dass man versucht, die Pyramiden wieder zu aktivieren. In der Antarktis unten sind etwa 30 Länder, die arbeiten. Und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Da gab es ja einen lieben Herrn, kennen wir vom Namen her vielleicht Admiral Richard Devlin Byrd, der in der Operation High Jump, da seht ihr das Datum, die Antarktis besuchte mit einer Kriegsmarine. Das war dieser Herr da und er hatte die Aufgabe, da unten einige Dinge zu klären und wenn möglich zu beseitigen. Und da sind wir in Dimensionen, wo ein Großteil der Menschen noch gerne lächeln würde, aber da kann ich nur Vorsicht ermahnen, denn diese Menschen machen sich selbst lächerlich.